Servus, liebe Modellbahnfreunde. Willkommen zu Film 94. Um was geht es in dem Film? Ganz kurz und knapp. Alex und ich basteln an der Retroanlage weiter. Und Andreas war da, die letzte Woche. Und hat eine Burg dabei gehabt von Pola, die er schon vor langer Zeit zusammengebaut hat. Und da wollte er Diorama haben. Und das haben wir dann gemeinsam gestaltet, so nach Alex und meinem, nach der Vorgehensweise von uns. Und der Andreas hat das umgesetzt und da in dieser Woche ein schönes Diorama gebaut. Wie gesagt, und an der Retroanlage ging es weiter und sonst keine Technik, kein nix, nur Bastelei. War eine richtig lustige Woche, wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Ich habe dann mit Andreas auch noch so einen Talk gemacht wieder. Schaut es euch an, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, und da habe ich noch was Besonderes gefunden im Retro-Material. Und zwar Alleebäume sortiert von der Firma Hannes Fischer aus Wangen. 7988. Das war das Firmenzeichen, Firmenemblem. Vielleicht kennt jemand die Firma noch. Und hier sind die original verpackte Bäumchen drin und die werden wir auch hier verwenden. Die haben damals gekostet 14 D-Mark 80 Pfennig. Guten Morgen, Andreas! Guten Morgen, Jürgen! So, liebe Modellbahner, ich begrüße heute, oder überhaupt die ganze Woche, ist der Andreas hier bei mir beim Schwäbischer Eisenbahnle und werkelt hier an einem Diorama für seine Anlage. Da, Pola, Burg Feuerstein. Warte. Einen habe ich gebaut 1990. Und jetzt ist es soweit, dass ich mal langsam ran muss und das Diorama mache für meine Modellbahn daheim. Ich sage herzlichen Dank für die Einladung. Ich sage herzlichen Dank für das Material. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, mit Makita zu arbeiten, mit so schönem Werkzeug. Das ist für mich auch erstmal wieder alles Neuland. So, hier drauf soll das. Dann fangen wir dann an, dass wir hier schon das bisschen die Steine einsetzen und die Überlegung ist, dass ich dann diese Platte mit dieser Burg Feuerstein dann in meine Anlage setze. Ja. Ja, und ich muss ja die Anlage auch so bauen, dass ich die auch in Modulform und besondere Modelle wieder rausnehmen kann, weil ich ja eventuell nochmal in meinem Leben umziehe. Aber dazu mehr später. Auch, ja. Halt andersrum, später mehr. Später mehr, genau. Gut, Andreas, wenn ich darf, werde ich immer zwischen einmal wieder filmen, ja, was du so tust. Die Leute lachen sich eh schrubbelig über mich, also hau rein. Alles gut. Ja. Das machen wir. Und wie gesagt, nimm dir Material, was du brauchst, außer die Loks bleiben alle hier. Nein, Moment. Ich habe schon was entdeckt. Moment, ey, das wird mein Geburtstagsgeschenk. Tricks! Ja, was ist da drin? Bring's mal her. Wenn schon, denn schon. Also das muss man ja fairer halber sagen, das ist zwar Tricks, aber das ist dann von Tricks gebaut worden, also Auftrag von Tricks. Von wohl mit Kooperation damals schon mit Märklin. Eine wunderschöne Lok, also Tricks-Modell, aber wohl bei Märklin gebaut. Eine Lolo. Die Lolo, das ist die 160, stimmt das? Ja. Ja, genau. Ein schönes Modell. Zeig's nochmal. Wirklich ein schönes Modell. Warte mal, wir gehen mal so drauf. Ja. Aber es ist eine Tricks International für dich. Weil Tricks hat ja schon ab Beginn den 70ern Express und International gebaut. Ja, aber ich muss dir dazu sagen, das wird nichts mit dem Geburtstagsgeschenk, weil die habe ich von meinem Freund Georg bekommen. Ach, so ein Scheiß. Und der hat die jetzt digitalisiert, Wechselstrom. Ja,
Also die läuft bei dir nicht mal. Sollte nur ein Spaß sein. Ist eine schöne Lok. Ja. Das ist halt Tricks. Meine Liebe. Ja. Ist halt meine Liebe. Gut, also jetzt lassen wir den Andreas hier mal weiterbauen und werden das immer wieder verfolgen, wie weit er ist. Ja, danke. Jetzt hat mich der Andreas gerufen. Andreas, wie weit bist du denn? Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du mir da ein paar Kniffe gezeigt hast. Habe ich doch vieles nicht mehr gewusst. Das habe ich jetzt rausgeschnitten. Und das da, muss ich sagen, das ist eine tolle Idee von dir. Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Damit kann man die Konturen so schön rausarbeiten. Das muss ich mir heute kaufen. Messingdrahtbürste. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ich Blöckmann. Echt wahr? Ja, das ist sowas, muss mir eigentlich selbst einfallen. Also das ist eine ganz tolle. Also ich habe das auch auf YouTube gelernt. Egal, finde ich tolle Idee. Herzlichen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Das ist jetzt mein erstes Gelände. Jetzt kommt das das gibt ein kleiner Teich, Weiher. Ja, Weiher, dann setze ich mir hier so ein Bäumchen rein, habe ich mir überlegt, um das ein bisschen aufzulockern. Müssen wir heute festmachen. Dann haben wir ja hier, läuft der Weiher weg. Ich denke, dass das dann hier auch eine Wasserquelle dann war. Vielleicht mache ich dann da noch so einen kleinen Wasserpunkt. Das war dann auch gleichzeitig der Schutzweiher für die Burg und der Versorgungsweiher für die Burg. Also denkt mir da immer so ein bisschen meinen Teil dabei. Die Geschichte. Ja, ja, schau. Dann hier unten läuft dann die Brücke durch und dann schaue ich mal, wo ich hier weitergehe an der Anlage. Eine Brücke läuft nicht unten durch. Nein, der Weiher. Die Brücke geht oben drüber. Der Brücke geht oben drüber. Und der Brücke. Die Brücke geht oben. Ja, danke. Die Brücke. Machst mich ja ganz kickelig hier. So, und jetzt kommt das schwerere Teil. Hier hinten, das muss richtig runter, weil das ist hier. Hier an der Turm und an den zwei abgetragenen Türmen. Das heißt, da ist mit die steilste Stelle. Gut. Vorne war also die Burg geschützt durch den Weiher und durch den Graben, wo die Brücke oben drüber geht. Ja. Und die Mauer hier hat das hier, da tun wir hier ein bisschen abschüssig machen. Und hier der Rundturm hat ja auch seine Bewandtnis gehabt, dass man hier rundum schießen konnte. Das hier machen wir ein flacheres Bett mit bisschen Wald. Aber hier steht der Turm am Bruch. Okay, jetzt zeige ich dir nochmal hier ein paar Feinheiten bei den Felsen. Und dann besprechen wir den nächsten Schritt. Ja, bitte. Was meinst du mit Gefälle? Also wenn du hier wo die das schraffiert ist, willst du also nach unten gehen, oder wie? Ja, ab dann, ja, weil du gesagt hast, wir stehen ja auf Steine und die bauen ja nicht direkt auf die Klippe. Die haben ja schon hier auch Fußweg gelassen, damit sie ja hier auch um die Mauern drumherum kamen. Deswegen, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel anfangen, sollte man das stehen lassen. Es hat Kolburg einen Fußweg außenrum. Doch, Burg Herzberg in Alsfeld zum Beispiel. Ja, die war aber nicht auf Steine gebaut, sondern mehr auf eine auf dem Felssporn. Das ist Burg Schreckenstein aus Tettnang. Feuerstein. Ja, also wir können ja hier Steine machen, aber nicht direkt an die Klippe ran. Du meinst die Felsen? Danke, die Felsen, ja. Also, ja, aber dann musst du weiter raus, weil der Stein geht bis hier. Was weiß ich, bis hier. Dann steht da die Burg drauf. Und dann möchtest du hier noch einen Weg haben. Also nein, nicht unbedingt einen Weg. Sondern? Schon auf Felsen, aber halt nicht Burg an Kante. Ach so. Okay. Also nicht die Burg jetzt hier direkt an Kante, sondern die Burg zum Beispiel etwas jetzt da zurück. Entlang. Etwas zurück. Genau. Ja. Also du warst schon eigentlich. Gut, wir müssen dann auch diese Steine eben schneiden auch. Ja. Kleinere Stücke machen, ja, bevor man sagt. So, jetzt. So, zum Beispiel jetzt, das da läuft jetzt da und die Burg steht jetzt da. Ja, und dann hast du da hier so einen Weg zum Rumlaufen noch. Ja, das war ja früher, musst du ja auch in der Burg reparieren und so weiter. Ja, wenn genau. Die Kanonenkugel eingeschlagen. Gut, dann mache ich dir jetzt mal einen Gips. So, und das da, wie machen wir das? Dann schneiden wir das wieder vor, oder? Ja, so wie da vorne. Muss ich das jetzt nochmal vorkauen, oder wie? Nein. Nein. Ich will nur mit dir reden, weil sonst ist man ja einsam. Also ich mach jetzt Moltophil-Gips. Gell?
Volvo Phil Gips, ich höre dich zu. Und dann machen wir da einen Bohlgraben. Und bitte immer weg vom Körper schneiden. Ja. Und die Finger gehören auch zum Körper. Immer weg davon. Du machst mich fertig, hey. Naja, sonst geht ja da nichts. Also ich gebe Gips machen. Geh mal, gib. So, wir beobachtet mal wieder den Andreas. Ja, ich bin voll konzentriert. Lieben Dank für die vielen Tipps. Nichts zu danken. Echt klasse. Das hätte ich nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist ja, das hat sich ja alles so spezialisiert und weiterentwickelt. Das habe ich, ja, gut. Alles learning by doing. Probieren und machen. Aber ich gebe es dir gern weiter. Jemand anders macht es halt wieder anders, aber ich mache es halt so. Und du findest es ja auch nicht schlecht, gell? Nee, ich finde es total schön. Total gut. Ja. Ich bin mit dem Arbeitsprinzip bin ich glücklich. Wolltest du da nicht braune Wiese machen, wo du jetzt gerade bist? Ja, genau. Siehst du? Also dann hör auf. Ja. Ja. Aber da machen wir ein bisschen Gestalten. Also das ist jetzt dünner Gips. Wird da jetzt aufgetragen. Weil das Styrodur lässt sich farblich einfacher behandeln, wenn ein bisschen Gips drauf ist. Und dünn deshalb, weil dann die geschnitzten Konturen sichtbar bleiben. Das wollte ich schon... Wer weiß, wie viele Jahre machen. Aber durch meine Brauerei, ehemalige Brauerei, so muss ich sagen, so muss ich ja ehrlich bleiben, ich bin nie dazu gekommen, nie, immer nur arbeiten, immer jeden Tag wollte das Bier seinen Herrn sehen. Das ist jetzt das erste Mal wieder. Und ich habe auch die Burg mitgenommen, weil ich die wirklich schon seit so vielen Jahren immer wieder machen wollte. Die ja von Pola ist. Also es macht richtig Spaß. Richtig schön. Ja, und Andreas ist jetzt noch hier bis Freitag, Samstag früh. Und mal sehen, wie weit wir da kommen. Gell? Jawohl. Wolltest du da nicht braun haben? Da machen wir noch, da ist noch der eine, der Berg da. Ja. Den machen wir noch ein bisschen so und dann ja. Also was heißt nicht Berg, sondern Stein. Felsvorsprung, ja. Fels, genau. Ja. Also das, was zu mir her guckt, da ist noch ziemlich viel gelb. Gut, dann mach mal schön weiter. Viel Danke. Spaß. Und wenn du soweit bist, sagst du mir Bescheid. Ja. Servus Alex. Servus Jürgen. Was tust du denn Schönes? Unser Retro lag schön begrase. Oder zumindest mal versuche begrase. Ist alles so das erste Mal. Ja. Ja, ja. Aber das ist schon gut. Das freut mich. Ist doch toll. So, der Alex begrast jetzt an der Retroanlage. Hier behelfen wir uns auch gerade, weil mit Holzleim, weil wir kein Graskleber mehr haben von RTS, diese Paste ist normal sehr gut, aber die haben wir nicht mehr, die ist leer. Jetzt nehmen wir halt einen Holzleim, der trocknet auch transparent. Und das ist jetzt mal schon so die erste Schicht, da kommen nachher noch Grasbüschel und so weiter rein, Blümle und so weiter. So, und ich muss jetzt mal nach dem Andreas gucken,
Der ist ja auch da. Was der hier so treibt. Ja, und während Andreas dahinter sich an seinem Burgdiorama ergötzt, zeige ich euch mal, was der Alex und ich hier an der Retroanlage geschaffen haben bis jetzt. Wir haben ja gesagt, da machen wir jetzt massiv weiter. Also hier ist mal grundiert für Begrasung. So sieht dann die Begrasung nachher aus. Zwischen den Gleisen. So kommt es nachher. Da sieht man zum Teil noch den Gleister durch, das ist noch feucht. Dann haben wir hier, Moment, mal das wegnehmen. Dann haben wir hier einen kleinen Wald, wo die Mühle oben drüber steht. Und jetzt bin ich aktuell gerade dran an dieser Windmühle. Normale Mühle. Werden wieder einige sagen, Stilbruch, Scheiße. Nee, das waren einfach die Gebäude, die damals bei der Retroanlage bei dem Konvolut dabei waren und die waren auch alle verbaut. Das sind wirklich Gebäude aus den 70er Jahren und die haben verdient, dass man sie nochmal zeigt. Ja, aus dem Hügel kommt dann auch das Wasser raus. Mal ein bisschen das Zeug wegmachen da. So. Das ist jetzt mal hier so der momentane Stand. Hier ist vorbereitet für zur Begrasung. Hier ist zum Teil auch eingeschottert. Also es geht schon ganz rum. Also seht, es geht vorwärts. Andreas, wie gefällt dir die Retroanlage? Gut, für eine Retroanlage und für dafür, so wie es in den 60er, 70er Jahren war, wunderbar. Besonders das da und das Dreieckschiff und Wassersee und die Promenade, wunderschön. Wunderschön. Ja, das Dreieckschiff war ja damals eine Idee von Michael Siegwart, Dr. Retro. Ja, das ist eine schöne Idee gewesen. Und das hat er damals wunderschön gebaut und das haben wir eigentlich beibehalten, den Bereich. Und man muss ja auch mal ehrlich sagen, diese Retroanlagen, das war früher in den 60er, 50er, war das so, war das Standard auf einer Platte und die Menschen nach dem Krieg, 15 Jahre nach dem Krieg, haben sich über sowas gefreut. Ja, mich freut es auch. Und das finde ich von der Seite her absolut richtig. Und da hat sich keiner damals gebockt, ob Windmühle oder ob das so oder ob diese Pfeifenreiniger war. Und unter diesem Aspekt Retro ist das wunderbar. Und dann ist das, man muss das ja auch mal sehen, das ist ja auch noch nebenbei. Normal hast du ja deine wunderschöne große Anlage und das ist ja nebenbei, was du machst. Also ich könnte das nicht, das wäre mir... Ich danke dir. Ja, ist so. Ist doch so. Ja. Nee, Mann. Mit einer Anlage habe ich genug zu tun. Ich habe ja Zeit, ich bin ein Rentner. Ach so. Ich bin doch Rentner, Mensch. Ein bisschen um die Hühner kümmern, ein bisschen kochen. Ein bisschen dir zeigen, wie man ein Diorama baut. Das ist wichtig. Ja, aber das, da habe ich dann nebenher dann eine Zeit hier zu bauen. Und wir sind auch wieder auf den Hund gekommen. Gell, Timo? Ja, schön ist den Grünkraut, gell? Gut, also. Ihr seid mal wieder auf dem neuesten Stand. Und ihr seht, es geht interessant weiter. Tag 3 mit Andreas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder ist der dritte Tag heute, oder? Inklusive Anreisetag, jawohl. Also er bastelt an seinem Diorama oder wirkelt an seinem Diorama wie ein Bewahnter. Der will abends gar nicht mehr heim.
Ich kann ihn dann nur noch mit Spargelröllchen locker oder sowas. Oder die waren saulecker. Oder Weißwein? Saulecker. Mensch, das sollte ich mal ein Kochvideo machen. Also, da sage ich jetzt nichts zu. Okay. Jetzt sag mal du jetzt, was du hier tust. Also, ich baue hier zwei Objekte, die mir schon seit 1990, 91, 92 auf dem Herzen liegt. Meine Burg von Pola, Feuerstein, und das Schrothotel auch von Pola, ebenfalls ein Sondermodell. Das steht bei mir zu Hause. Da baue ich die Grundplatte oder wir, und ich kriege ja eine tolle Unterstützung. Und jetzt hier machen wir das Diorama Burg Feuerstein. Ich habe hier die Mauer oder die Steinummauerung der Mauern, der Wände gemacht. Jetzt machen wir farblich, die Steine hol ich jetzt farblich raus. Da hat der Jürgen eine ganz tolle Acrylfarbe und hat mir das gezeigt, wo es drauf zu achten ist, auf diese Vertiefung. Das habe ich heute eigentlich gelernt, das habe ich schon wieder total vergessen. Es ist, wie gesagt, ich bin jetzt 59 und ich habe das alles gemacht bis zu meinem 24. Lebensjahr und dann war ich nur noch mit Brauerei beschäftigt. Und Mädels. Und Mädels. Und Mädels, die mich Geld gekostet haben. Und es hat sich ja auch so toll weiterentwickelt und so viele schöne Sachen. Und der Jürgen und der Alex haben hier so viel Sachen und Feinheiten. Das ist echt eine richtige Freude. Macht richtig Spaß. Gut, dann lassen wir dich mal weitermalen und wenn du dann soweit bist, dann schrei ich. Geh mal in den nächsten Schritt. Ja. Jetzt bin ich beim Andreas. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Andreas. Ich bin am nächsten Schritt, den du mir gezeigt hast. Kannst du mal so machen, dass man das auch sieht im Film, was du da machst? Weil deine Hand verdeckt ja alles. Wie soll ich es machen? So, jetzt Positionswechsel. Jetzt aufs Neue. Also, ich habe wieder was gezeigt bekommen vom Jürgen. Das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Also gestern habe ich ein bisschen Bammel gehabt, dass die Farbe ich zu grau, zu dunkel gemacht habe. Und du sagst es ja schon, es kommt ja noch weiß. Und hast hier den Trick mir gezeigt, dass man das schön verreibt. Ganz wenig auf dem Pinsel aber einen härteren nehmen, dass man nach oben so drüber gehen kann. Und ich bin jetzt richtig glücklich, weil das jetzt das Dunkelgraue jetzt etwas mehr, viel mehr retuschiert wird. Und ich denke, das wird recht schön. Das ist schon schön. Ja, also da, jetzt bin ich nebenbei auch am Überlegen, wie es so dann in der Natur sein könnte. Wenn es ja andauernd regnet, dann wäscht das ja den Stein aus. Dann müsste ja, also das ist ja, ich überlege jetzt die ganze Zeit, dann müsste man ja eventuell auf den Kuppen es weißer machen. Nein? Das Weiße ist ja, sind ja Adern im Stein. Praktisch. Wenn du im Bregenzer Wald guckst. Da haben wir uns ja angelehnt mit der Burg. Ja, genau. Und da gibt es ja eben Steine in dieser Optik oder Felswände. Es gibt aber auch welche, die hellgrauer sind oder sogar geht bis ins Braun. Ich denke, mein Schloss werden wir dann mit einem braunen Stein machen. Ja. Weil das kommt dann mehr ins Fränkische und der ist ja so rot. Ja, Sand. Rot-Sandstein, rot-braun. Ja, ja. So, zum Beispiel Elbsandsteingebirge ist ja auch rot-braun. Gelb, rot, braun. Jetzt werden wir heute noch begrasen. Ja.
Und was haben wir heute noch vor? Bisschen, du wolltest mir noch bitte zeigen, wie man das Wasser hier macht. Ja. Und. Weil ganz fertig werden wir es heute nicht kriegen. Du musst es dann mitnehmen und daheim fertig machen. Ja. Also Andreas. Aber es war eine schöne Zeit. Ja, ja. Total schön. Dann viel Spaß beim Pinseln. Dankeschön. Ach. So, liebe Modellbahnfreunde, es ist Freitagnachmittag, irgendwas 15 Uhr. Ich bin ehrlich gesagt erledigt. Ich auch. Ich bin fix und foxy halt. Der Andreas war jetzt diese Woche bei mir seit Dienstag. Wir haben sehr viel und schön gebastelt. Oh ja. Er wollte, dass ihm, er hat so eine alte Burg dabei und sehen wir dann in die Bilder und auch Filmausschnitte, auch auf seinem Kanal. Die Welt in Klein bei Andreas Falk. Richtig? Richtig. Da zeigt er auch was. Eine alte Burg, die er vor 30 Jahren irgendwo mal zusammengeklebt hat. Und die haben wir jetzt auf ein Diorama und gestellt. Ärger. Ärger habe ich damals gehabt. Das weiß ich noch ganz genau. Mit wem? Mit der Gudrun. Gudrun ist Gudrun Gundel-Daugelei oder wer? Deine Freundin, deine Ex-Freundin. Ja, damals, okay, da war ich 22 oder so. Ja. Da habe ich die Sonntagnacht zusammengebaut und dann bin ich ins Bett und dann in der Früh um 4 Uhr bin ich raus und habe sie fertig gebaut, weil das so einen Spaß gemacht hat und die so schön ist von Pola. Ja. Und das weiß ich noch genau. Dann irgendwann morgens um 8 oder 9 Uhr ist aufgestanden, dann habe ich einen riesen Ärger gekriegt, weil ich schon wieder an der Burg am Basten war. So gehen Beziehungen. Kaputt. Genau. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt die wunderschöne Burg auf ein Diorama gestellt oder ein Diorama draus gemacht mit Felsen, Wiese, Bäume und so weiter. Ja. Feinausschmückung, muss noch ein bisschen Leben einbringen. Das kriegen wir. Aber vielen Dank, dass du und der Alex, insbesondere du, mich da so angeleitet hast, weil das habe ich so überhaupt nicht mehr drauf gehabt. Also da drei Schichten malen und dann das mit dem Wasser und die Grundlage vom Wasser, ja, und dann das Eingipsen. Beleuchtung. Also wie gesagt, Wasser, habe ich dir ja gesagt, da gebe ich dir den Tipp. Das kannst du mit Window Color machen, transparent, das dauert halt lang, geht aber gut, dauert aber lang, da brauchst du Geduld, das hast du ja nicht. Und schneller geht es mit dem Epoxidpolyester mit zwei Komponenten, also Harz plus Härter. Da kannst du aber dickere Schicht auftragen. Der Nachteil ist, es ist sehr dünnflüssig, das heißt, du musst alles dicht abkleben und vor dem Wasser eingießen, dafür sorgen, dass keine durchgängige Pore sind, sonst läuft es. Also wir machen das da fertig mit dem und dann muss ich eben mal bei mir an meiner Anlage die Holzkonstruktion fertig machen. Und ich habe das ja auch jetzt mittlerweile erkannt, ich werde meinen Schattenbahnhof bzw. meinen Bahnhof höher setzen, dass ich beim Schattenbahnhof mehr Durchgriffsflächenhöhe habe. Und das habe ich ja auch gemerkt und das verfestigt sich. Ja. Ja, ja. Deswegen baue ich ja hier jetzt auch ab, neu, wie auch immer. Das wird, kommt in das wird ein interessantes Thema. Das kommt dann in einem von den nächsten Filmen, weil ich einfach gemerkt habe, dass man, wenn man älter wird, nämlich so beweglich ist. Ja. Schwaben sagen, glimpfig. Ich war ja letztes Mal halt nicht mehr so stundenlang unter drunter liegen. Deswegen habe ich den Schattenbahnhof unten rausgerissen und baue den nebendran auf gleicher Höhe als Abstellung. Wo auch immer. Ob hier oben oder woanders, das sehen wir dann. Aber das zeige ich dann irgendwann im Video. Das wird schön. Ja, genau. Das wird schön. Ja, dann kommt ja auch deine Länge da, wie viele Meter sind das? 9,50 Meter. 9,50 Meter, die kommen dann richtig zu Geld. Ja, das habe ich ja im Zuge von dieser Geschichte, das schwebt ja schon länger über mir, hat es mir der Thomas Oshado gebaut. Die ersten und einzigen Teile, die ich mir habe bauen lassen. Sonst habe ich alles selber gemacht. ja, weil das gehört dann schon zum neuen Projekt dazu. Aber mehr verrate ich jetzt mal noch nicht, weil ich noch nicht weiß, wann es genau losgeht. Deswegen übrigens baut mir gerade auch alles in so Einzeldioramen, dass man das nachher zusammensetzen kann. Das ging jetzt toll an der Retroanlage weiter.
Hast du Bilder gemacht von der Retro? Ja, Bilder habe ich gemacht, auch gefilmt, alles. Also ich finde das, auch richtig, dass die Retro in diesem Stil weitergemacht wurde. Und ich bleibe auch dabei, früher waren die Platten alle 2-3 Meter. 1,50 Meter. Ja, deswegen, die haben wir so. Ich habe ja das Gleismaterial. Und dann passt das, dann ist das eine Freude. Das Gleismaterial habe ich ja zur Verfügung gehabt, das alte Zeug und die alten Häuser, wo da drauf sind. Da steht jetzt halt eine Schwarzwälder Sägemühle neben einer Windmühle. Aber das ist mir so Schnurze wie Piepe. Das habe ich da vom Reinhold damals gekriegt und das wird so auch verbaut. Das habe ich dem auch versprochen, dass das alles noch aktiv verwendet wird. Ja, jetzt, wie hat es dir gefallen hier die Woche? Sau gut. Sau gut. Ich habe zwar ein Kopfkissenproblem im Hotel. Luxusproblem. Ja, aber es waren jetzt 4 Tage nach so vielen Jahren, wo ich mal wirklich am Stück nur Modellbau und nur was für mich gemacht habe. Ich kann mich, also auch wenn es die Leute nicht glauben, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Mein letzter Urlaub war definitiv 2013. Das weiß ich noch, aber so 4 Tage Modellbau und jetzt hier bei dir und so viel gezeigt bekommen und wieder dran. Mein letztes Diorama habe ich gebaut, da war ich 18, 19, 20. Da habe ich meine letzten Gipsarbeiten an meiner Modellbahn gemacht. Und dann war ja nur noch Schule. Da kann ich aber nichts dafür. Nee, allerdings nicht. Ja, und da, was ich dann halt auch festgestellt habe, es hat sich total viel verändert. Materialien haben sich verändert, die Techniken und verfeinert und so. Ja. Und nochmal, vielen Dank, dass du mir da alles gezeigt hast. Ich gebe mir im Landschaftsbau viel mehr ins Detail. Ich habe das ja gezeigt mit der braunen Erdpaste, mit dem Streumaterial, bevor man überhaupt Wiese macht, ja, dass man erstmal so Grundlage schafft. Und ich habe früher meine Wiese auch grün angemalt. Und dann Gras drauf macht, aber das macht man heute nicht mehr so. Ich habe früher noch diese Matten gehabt. Ja, Grasmatte habe ich auch hier an dem Hang. Ja, bei dem Hang passt ja eh. Aber wie gesagt, egal. Also da, jeder macht so, wie er will. Da werden auch wieder Leute sagen, wahrscheinlich zu dunkel oder wenig oder das hier. Es hat einen Riesenspaß gemacht, man hat sich entspannt und mir gefällt's. Und ich werde dieser Burg an meiner Anlage einen dementsprechend auch richtigen Platz geben. Und ja, dann da drumherum das weiterziehen. Grundsätzlich ist jeder baut, wie er will. Der eine macht den Felsen hell, der andere macht den dunkel. So ist es. Der nächste nimmt das Gras, der nächste nimmt das Gras, der nächste mal die Wiese grün drunter. Egal, es muss jedem so gefallen, wie er es macht und gut ist. Was die Sache mir aber zeigt, es ist enorm zeitintensiv. So mal drüber rütteln ist nicht mein Ding. Nee, nee. Und einfach sowas machen, ist auch nicht mein Ding. Also ist es für mich auch, was ich mit nach Hause nehme, es ist zeitintensiv. Landschaft ist sehr zeitintensiv. Und deswegen, wenn man jetzt mal sowas gemacht hat, glaube ich, so ist es für mich, dann muss man dann auch mal wieder irgendwas anderes machen. Also nur jetzt Landschaft hintereinander. Ich glaube, und das ist ja das Schöne an unserem Hobby, diese Wahnsinnsvielseitigkeit. Ja, der Landschaftsbau, so geht es mir, der macht geistig müde, weil du bist ja sehr konzentriert, du hast deine Vorstellungsgabe wird da gefordert, verlangt, dass du das richtig platzierst, alles so wie es nachher gut aussieht. Du willst ja auch mit Bäumen jetzt die Gebäude nicht verdecken und so, du musst an alles denken. Wie du sagst, es tut dann gut, mal wieder einfach. Ganz, was anderes, ganz, ganz was anderes. Ein Stück Holz zu sägen und zu feilen mit Raspel. Oder, das wollte ich damit sagen. Oder Gipse oder was weiß ich. Mal wieder was, wo man ein Stück sieht, weil der Landschaftsbau ist. Was ich auch bei dir jetzt mitnehme ist, das habe ich dir... Keine Lok mitnehmen, gell? Och doch, bitte die Lolo von Trix. Bitte die Lolo, die ist so schön. Na, ich finde das eine gute Idee, dass du da, ich weiß nicht, ob du das schon gezeigt hast, die Stadt da. Die andere? Das Diorama? Ja, habe ich schon gezeigt. Das werde ich auch machen, das nehme ich auch mit nach Hause, dass ich die Stadt ein Diorama mache, was man eventuell wechseln kann, beziehungsweise auf jeden Fall die Stadt, eventuell auch mit dem Bahnhof, da denke ich jetzt an eine ganz bestimmte Stelle, dass ich das rausnehmen kann und reinnehmen kann, um es außerhalb der Anlage zu
zu basteln, zu bauen. Da tust du viel einfacher. Ja, genau. Das nehme ich mit nach Hause. Kannst du auf den Stuhl setzen, kannst da basteln und machen. Du musst nicht vorübergeprägt. Und vielleicht sogar, weil ich ja liebe es, diese Häuser zu bauen und dann zu gestalten, ein Wechseldiorama machen. Ja, genau, absolut. Genau, da bin ich, also das für mein Leben, wie gesagt, ich bin jetzt 59 geworden vor ein paar Tagen, das nehme ich mit nach Hause und das ist auch eine tolle Sache. Jetzt haben wir genug gelobhudelt. Echt? Hast du auch so, was hat dir hier nicht gefallen? Oder hast du kritische Anmerkungen? Also kannst ruhig ehrlich sein. Das bin ich eh. Zu wenig Leberkäse, zu... Na, ist dies zu wenig Kaffee. Bin froh, dass ich jetzt mal keinen Leberkast mehr hatte. Gestern hatte man noch einen. Ich habe mir schon gedacht, heute, ein Fleischkäse, kein Fleischkäse, sondern in Hessen sagt man Frikadelle. Wir sagen Fleischpflanze. Fleischküchle, ja. Das hätte ich mal heute gegessen. Na, passt halt. Was man noch drüber reden könnte, ist, dass es vielleicht mal irgendwann mal in der Community zur Ruhe kommt und vielleicht mal das Thema beendet mit der EMV und mit den Pufferkondensatoren. Dass da vielleicht mal... Ich fand das gut, dass du da hingefahren bist, nach Konstanz, zu dem Professor. Vielleicht macht der Professor ja noch und macht mal ein Beispiel und bringt mal eine Sache raus, die Lok reagiert bei 4 Haftreifen so in der kollidiert oder ist noch in der EMV enthalten und bei 2 Haftreifen ist es so. Ich habe bei mir, bei Trix Express habe ich festgestellt, ich habe eine Lok, die hat nur 4 Haftreifen, diese große Zoom, die große 42, ja. Und die hat meinen Berg mit 12 Güterwagen, meine Strecke, ich zeige das dann auch mal im Film, hat sie nicht geschafft. Da war ich doch dabei, wo sie es nicht geschafft hat. Warst du da mit dabei? Da war ich dabei, wo sie es nicht geschafft hat, aber die Lok wiegt auch 2 Kilo. Ja, das stimmt. Also die Lok wiegt ja an sich selber schon eine Menge. Und da, also das war, wobei die E50 mit 8 zieht alles weg. Ja, so, und da, das wäre doch mal schön, wenn da Klarheit reinkäme und es wäre von Märklin oder von Rocco oder Pico, wäre es dann ja auch mal eine Sache, wenn da mal eine wirkliche Aussage käme. Weil ich glaube, da müsste mal Ruhe rein. Weil ich finde es nicht in Ordnung, das ist meine Meinung, ich finde es nicht in Ordnung, wenn bei manchen Loks wirklich nur 2 Haftreifen sind. Ich glaube... Das glaube ich einfach nicht, dass es da nicht möglich sein sollte, 4 zu machen. Also das sollte man wirklich mal erklären, dass da auch mal irgendwie... Ja. Jetzt. Weil ich bin ja auch noch erzogen nach Qualität. Deutsche Qualität. Ja. Jetzt meine Meinung, also... Ja, ist doch gut. Ja. Du hast jetzt ja nicht zu mir gesagt, du bist ein Idiot oder ein Dilettant oder was weiß ich. Du hast das so erklärt, das ist ja in Ordnung. Jetzt sage ich auch nochmal abschließend zu dem Thema was. Also von mir ist jetzt nichts mehr geplant über Haftreife, über Pufferkondensator, über EMV. Da hat sich ja jetzt auch der Ronald mit dem Raphael zusammen sehr bemüht, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Der Ronald hat ja auch das Fachwissen dazu, das ich nicht habe. Der ist im Elektrik total fit drauf. Ja, der ist ja gelernter... Ronald, Entschuldigung, Radio, Fernseh, Elektriker, Elektronikermeister. Also das ist sein Gebiet. So, also hat man ja auch schon gesehen, bei seinem Dienst da. Er hat sich da jetzt damit beschäftigt, da ist es gut aufgehoben, das Thema, und erklärt es auch ganz toll. Die EMV-Geschichte ist meiner Meinung nach von uns, selbst vom Professor nicht aufschlüsselbar, weil letztendlich die Grenzwerte oder die Messwerte kennt nur der Hersteller. Ja. So. Und die Prüfungsmethode. Es macht ja schon Unterschied, ob das Prüfgleis 1 Meter lang ist oder 2 Meter. Unter welche Bedingungen prüfen die? So, das heißt, ich werde in der EMV nur wieder was unternehmen, wenn mir jetzt der Professor Repholz anruft und sagt, Herr Rudek, wir machen jetzt den Versuchsaufbau bei uns und machen Messungen
Unterschiedsmessungen zwischen 2 und 4 Abläufe, dann gehe ich da hin und berichte. Oder Märklin ruft mich an und sagt, Rudek, mir hätte gern zur EMV noch mal was sagen. Dann gehe ich da hin und höre mir das an. Aber ich von mir aus in die werde da, bin jetzt da nicht mehr aktiv, weil ich gemerkt habe, dass das Thema, ist gut, dass das Thema jetzt mal angesprochen worden ist, es wurde viel diskutiert, erfreulich diskutiert und sehr, sehr unerfreulich diskutiert oder diskutiert, also, wie soll man es nennen? Ist ja egal. Ja, es ist aber auch, dass man muss auch mal was Gutes sagen, bei vielen Kommentatoren haben auch ihr Wissen kundgetan. Ja. Und es ist viel dadurch, wenn man auch die Kommentare und alles dann gelesen hat, viel dadurch an Wissen wieder entstanden oder vertieft worden. Und das muss ich sagen, finde ich gut. Ja. Letztendlich könnte ich nur sagen, also ich spreche jetzt mal als Kunde, ich würde mir wünschen, wenn wieder mehr Qualität Einzug halten würde. Ja. Weil Made in Germany ist oder war mal ein richtiger Begriff. Ja, aber du. Und das, mein Gefühl ist so für mich, dass da einiges verloren gegangen ist. Und das kann, also da läuft irgendwas. Da bin ich, oder da bleibe ich bei mir jetzt mal, da bin ich unglücklich geworden. Ja, aber das Rad drehst du nicht mehr zurück, weil es ist ja eigentlich alles made in China, made in Ungarn, Korea, made in Polen, made in Europe, made in was weiß ich was. Also es ist, du darfst ja halt sogar made in Germany draufschreiben, wenn es nur in Deutschland verpackt wurde, darfst du draufschreiben made in Germany. Ja, also wie gesagt, Thema EMV und Pufferkondensator, auch Thema Haftreife, ist eigentlich für mich durch. Da ist jetzt genug drüber geredet worden. Möchte in Zukunft nicht mehr drauf eingehen, ich möchte in Zukunft Anlage bauen, basteln und das zeigen. Wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, du, ich weiß was, mein Bruder hat ein EMV-Prüflabor, da können wir mal was machen, dann gehe ich da hin und filme das. Aber jetzt so geplant ist da nichts mehr. Weil ich jetzt hier genug zu. Also meine nächsten Schritte? Und das EMV hat mir doch sehr viel Nerven gekostet. Zeit und Nerven, ja. Und Energie, ja. Ja. Du hast mir ja, oder man merkt es mir ja an, oder man hat es mir angemerkt, ja. Vor allem die vielen Reaktionen darauf, nagt schon an einem. Das nagt an einem und bleibt ganz klar. Bleibt ja. Was übrig, ja. Also wie gesagt, deswegen habe ich jetzt auch diese Woche genossen mit dir, die Bastlerei. Das Diorama bei uns. Ja, ich habe es ja auch beobachtet an deiner Retroanlage. Da gehst du ja auch immer wieder ran, ja. und machst dann diese Feinheiten und die Ausgestaltung. Macht Spaß. Und dann merkt man ja auch, und das beobachtet man ja auch, wie man dann ablässt, kann man das so sagen, wie man ruhiger wird. Ja, ich habe es ja auch an mir gemerkt. Und wie man dann in dem Thema vertieft meditiert. Meditation. Danke. Ja. Genau, Meditation. Ja. Und das tut einem gut. Und ich glaube, in dem Alter, wo man ist, ist das, und in dieser Zeit, wo man sich zurzeit befindet, ist das eine schöne Sache. Und was ich auch heute für mich in dieser Woche mitnehme, ist, das ist meines Erachtens, wird das viel zu wenig kundgetan, diese wahnsinnige Vielseitigkeit des Modellbahn- und Modellbau-Hobbys. Ja, und darauf wollen wir uns jetzt konzentrieren. Genau. Und ich freue mich jetzt auf, dass die Holzarbeit fertig mache und dann setze ich diese Burg ein, ja. An diese bestimmte Stelle, und das nächste Objekt ist ja dann von Pola mein Hotel Schrotturm, was ich als Schloss umgestalten will. Also, da hast du ja auch schon angefangen. Ja, aber da haben wir wahrscheinlich noch nicht so viel gezeigt, weil das ist durch die Zeitintensivität bei der Burg in den Hintergriffen geraten. Ja, und dann lässt man mal wieder die Eisenbahn fahren, seine Modelle. Genau. Was hast du eigentlich vor? Willst du noch mal einen Zug zeigen? Ja, ja, ich mache Zug des Monats Mai. Der kommt noch? Auf jeden Fall kommt er noch. Willst du eine Idee sagen? Welche Richtung? Welche Epoche? Doppeltraktion. Mehr sage ich nicht. Mit der Lolo, mit der schönen. Nee, die habe ich nur einmal. Doppeltraktion mit 7 oder 8 Personenwaggons. Doppeltraktion? Ich wusste gar nicht, dass Trix Express selbst eine Doppeltraktion rausgebracht hat. Aber
um ehrlich zu bleiben, war das schon ein Entwurf mit zusammen mit Märklin. Ja. Irgendwann, weiß ich auch nicht. Irgendwann, das habe ich jetzt erst rausgekriegt, mitgekriegt, ich weiß noch nicht mal die Nummer. Also korrigiert mich, die Drixler, die jetzt da mitschauen, ich glaube, das war die BR E151 als Doppeltraktion. Mhm. Aber wie gesagt, in Zusammenarbeit oder schon dann in der Hand von Märklin, was dann gemacht wurde. Ja. Gut. Schöne Sache. Ja. So, und was ich auch machen muss, ich muss das Farbspiel lernen. Ja, und Mut, du musst Mut kriegen zur Gestaltung. So wie wir die Felsen gemalt haben, habe ich ja gesagt, machen wir erst schwarzes Wasch drauf, ganz dünne ja. Farbe. Dann hast du gesagt, schwarz, warum schwarz? Und das Schwarz Schritt mache ich dann nächsten Mal mehr. Und Schritt für Schritt siehst du, wie du ans Endergebnis kommst. Selbst bevor es weiß drauf war, hast du gesagt, viel zu dunkel. Und dann ja. haben wir das Weiße drauf gebürstet, dann war das wunderbar. Wunderbar. Ja, aber wie gesagt, dann sieht's, wenn du das jetzt von hier anguckst, das sieht aus wie echte Steine. Oder? Sag doch. Ich bin immer noch begeistert. Ich freue mich so richtig. Ja. Ja. Und das lasse ich auch so richtig wirken. Du weißt ja, ich habe ja zurzeit auch eine Lebensveränderung. Ich kann das ja auch hier bei den 10.000, 20.000 YouTuber sagen. Ich habe meine Brauerei stillgelegt. Meine Brauerei wird... Uns will er 20.000 YouTuber sehen. Vielleicht. Danke. Bitte. Und meine Brauerei stillgelegt. Ich werde meine Brauerei abverkaufen. Also leider eine nächste Produktionsstätte in unserem schönen Deutschland, was aufhört, auch aufhören muss. Das will ich jetzt gar nicht breitreden. Vielleicht mache ich das mal in meinem Kanal. Und ich werde ja das andere jetzt machen, Modellbau und meine Entwürfe. Aufzeichnungen und Planung, ja. Was ich ja auch mal gelernt habe. Ich bin ja auch ausgebildeter, fertiger, technischer Zeichner. Ja. Gut, da wünsche ich dir viel Erfolg. Habe ich dir ja schon mehrmals gewünscht. Ja. Dankeschön. Ja. Das macht auch Spaß. Das heißt, heute, wenn ich auch fahre, ich habe ja Bilder gemacht, wenn ich daher gefahren bin und nehme ja viele Impressionen, nehme ich ja mit. Weißenhorn. Oder? Ja, zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ja, es gibt tolle Gebäude, die es wert sind, da was zu machen. Springst aber dann in einen großen Fischteich, wo viele Fische schon schwimmen, viele große Fische. Und du bist jetzt so ein kleiner Fisch. Ist aber so. Ja, und da musst du aufpassen, dass sich die nicht schlucken. Aber da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber es macht Spaß. Und das war heute auch nochmal. Es macht richtig Spaß. Oder du bietest Dioramen an. Aber das ist stressig, gell? Das ist anstrengend. Ja, ich schon. Da hast du aber auch recht, was du gestern gesagt hast, man muss dann hin und her springen. Man muss dann wirklich mehrere bauen und hin und her springen. Ja. Und das und wird das honoriert, wenn ich da mir von manchen die Preise anschaue, die dann ausgerufen werden, werden die dann wirklich bezahlt? Du müsstest es als Auftragsarbeit machen. Du müsstest es anbieten, so und das kann ich. Was kann ich dir bauen? Jetzt schauen wir erstmal, was die Kommentatoren... Du zeigst in deinem Kanal. Aber du doch auch, oder? Ich zeige auch ein bisschen was, aber... Ja, dann schauen wir mal, was die Leute sagen. Vielleicht sagen sie, was ist das für ein Scheiß, das ist ja falsch. Da gibt es der eine oder andere, der sagt, ist falsch oder gefällt mir nicht. Aber es wird auch viele geben, die sagen, ist schön geworden. Ich finde es schön. Klar, wir haben es zusammen gemacht oder du hast gemacht. Ja, du hast die Kniffe ja gezeigt. Ja. Was wirst du jetzt als nächstes machen? Als nächstes mache ich die Retroanlage fertig und das Stadtdiorama. Und dann kommt ja der Tag X. Der berüchtigte. Der berüchtigte Tag X kommt dann. Dann bin ich mal gespannt, ob ich dabei sein darf. Dann. Ja, bestimmt. Ich melde mich bei dir, wenn das soweit ist. Das machen wir. Gut, Andreas, dann gehe ich jetzt heim aufs Sofa. Ich werde noch ein bisschen machen, ich werde das noch genießen, weil nächste Woche werde ich nur wieder in der Brauerei hängen, alles abschlagen, abbauen. Und ich habe ihm gesagt, also ich habe Vertrauen, er kann hierbleiben, kann noch weiter basteln, aber ich bin halt so müde, ich gehe jetzt heim. Ja. Und, ich will noch ein bisschen was machen. Ihr seid Zeuge, er muss mir nachher den Schlüssel bringen, wenn er mir nicht bringt, sage ich es im nächsten Video. Vielleicht nimmt er eine Kamera mit.
Da kann ich gar nichts mehr filmen. Das wäre die Idee. Ich nehme die Kamera mit. Es ist gut, dass du wieder auf die Idee bringst. Ja, ich habe dir ja gesagt, auf die Lola musste, die schöne Tricks muss Lolo musste gucken. Ja. Ja. Die habe ich jetzt. von Georg gekriegt und ich auch. Ist ja eh nicht international. Ist ja eher ein Stück für mich. Eine Tricks international. Ja. Ich brauche ja Tricks Express jetzt. Jetzt haben wir wieder genug gelabert, liebe Freunde. Macht's gut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn der Andreas wieder hier ist oder ich bei ihm. Dankeschön, dass ich mal hier wieder sein Dann reden wir uns wieder um Kopf und Kragen. Ja, genau. Ja, also. Und haut's richtig drauf und sagt, dass das Modell ja gar nichts ist und die Steine in der Flucht falsch liegen und so weiter. So ein Film beendet man. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schönes Wochenende, bis nächstes Mal. Für euch, servus, tschüss. So, was ich jetzt noch machen möchte, an den Sud Express Waggons, die ich mir bestellt habe. 15 an der Zahl, wunderschöne Wägele. Aber leider mit Gleichstromachse geliefert. Handy, sei ruhig. So, da habe ich schon mal einen fertig gemacht. Den lassen wir jetzt liegen als Muster, damit ich die Trägestelle richtig drum drauf baue. Bei Sud Express ist es so, die liefert automatisch mit Gleichstromachse aus, weil die ganze Sache wird natürlich im Ausland produziert. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, aber bei denen wird alles mit Gleichstromachse ausgeliefert. Dann muss man als Kunde oder darf als Kunde die Gleichstromachse ausbauen, die zurückschicken und dann kriegt man eine Tüte mit der entsprechenden Anzahl Wechselstromachse zugeschickt, dann darf man die wieder einbauen. Ob das so im Sinne des Erfinders ist, ist die andere Frage. Aber ich mache das jetzt halt, weil mir die Waage so gefällt. Der andere, der hat hergegangen, der hat sie wieder zurückgeschickt und sagt, die möchte ich nicht. Aber mir gefällt sie einfach, weil ich auch entsprechend die Lok dazu habe. Und deswegen baue ich sie jetzt selber um. Die ganze Sache ist etwas tricky. Und zwar haben wir hier so ein Trägestell. Und in dem Trägestell innen drin, ich versuche das mal so hinzuhalten, da sieht man diese Messingbuchse. Und man wird dann gleich darauf hingewiesen, wenn man diese Achse ausbaut, dass man sehr vorsichtig sein muss, damit diese Messingbuchse nicht rausgehen, weil die sind eingeklebt. Und was soll ich euch sagen? Also ich habe es nicht geschafft. Wo haben wir denn jetzt eine? Ich habe es nicht geschafft, alle. Da sieht man, hier fehlt sie. Auf der einen Seite. Ich habe es nicht geschafft, die auszubauen, die Achse, ohne dass mir so Messinglager rausgegangen ist. Und zwar bei mehreren. Also es ist auch sehr mit Vorsicht zu genießen. Wenn man da bloß so ein bisschen aufbiegt und die Achse rausmacht, geht es komplett schief. Als kleiner Hinweis, man muss da sehr sorgfältig den Kunststoff spreizen und dann die ganz vorsichtig rausholen. Trotzdem wird der eine oder andere rausfallen, weil meiner Meinung nach die Kleberei von vornherein nicht ganz in Ordnung ist. Also, dann mache ich mich da jetzt mal dran und baue die Dinger wieder um, baue die um auf Wechselstromachse. Ansonsten ist es ganz einfach, eine Schraube, eine Scheibe und dann ist die Sache geritzt. Da empfiehlt es sich, mit einem magnetischen Schraubendreher zu arbeiten, sonst fummelt man sich da einen ab. Habe ich jetzt eine Schraube, ja, habe ich nochmal eine Schraible und eine Scheible. Und dann wird es schon gehen. Holen wir mal da so eine Achse raus. Das sieht man schlecht, wenn ich das da so mache. So. Aber ich glaube, das hat ja jeder schon mal gemacht. Jeder weiß eigentlich, wie man so Achse einbaut, oder Alex? Normalerweise schon.
Aber wie gesagt, das ist wirklich eine ziemlich, man muss jetzt die Messingbuchse treffen, die Mitte. Ja, erste ist drin. Und da habe ich jetzt Glück, da sind die Messingbuchse drin geblieben. Bin ich gespannt, wenn ich noch einmal eine kriege, wo ich die Messingbuchse noch von Hand noch irgendwie einlegen muss oder fixieren muss, keine Ahnung. So, es geht relativ einfach, wie gesagt, man muss nur darauf achten, auf die Messingbuchse, dass sie ja nicht rausfällt. Aber das stimmt nicht daran. Oder die stimmt nicht. Jetzt läuft sie. Gut. Na, jetzt noch da einer auf den Zapfen setzen. Hey, war jetzt die Schraubendreher mal geschmissen. Scheibchen rein. So. Alex, wolltest du den Schraubendreher machen? Oder? Ah, ich hab ihn. Dann die kleine Schraube da rein. Und bewegt sich einwandfrei. Die Achse dreht sich, gut. Nächste Seite. Und das jetzt 30 Mal. 15 Waggons. Viel Spaß, Jürgen. Danke. Es geht weiter an der Retro-Anlage. Servus Alex. Alex Servus. Ist auch da heute. Jawohl. Wir machen gerade eine kleine Lagebesprechung mit Kaffee. Wie es sein muss. Genau, so wie es sein muss. Und dann stellen wir uns jetzt die Aufgabe. Also ich möchte jetzt hier an diesem Mühlenberg, nenne ich es mal, einfach ein bisschen weitermachen. Gras hinmachen, Bäumle nachmachen. Da ein bisschen vorwärts kommen und Alex, was machst du? Ich war genau Gegenseite dann begrünen. Genau, okay. Gegenseite begrünen und das Dorf will man halt auch noch letztendlich nachstellen, die Häuser, wie sie standen sollen, dass man da auch noch farblich weitermachen kann. Also ihr seht, es gibt viel zu tun. Es ist und bleibt spannend, der Standardspruch. Also wir legen jetzt mal los, wenn wir den Kaffee fertig haben, geht's los.
Alex, der Gras wächst ja schnell da, ne? Ja, wie wenn es drauf geregnet hat. Hier, schaut mal. Die Wiese wird grün. Sehr schön. Das ist jetzt mal die erste Sorte, oder? Ja. Okay. Da kommen wir nachher noch andere Gräsle rein vielleicht. Schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. So, und ich habe jetzt da drüben hier oberhalb der Mauer begrünt und den Hügel dahinter, der zur Mühle runtergeht, auch begrünt. Der Hang da, da kommen jetzt noch Bäume hin. Hier stehen schon Bäume. Auch lauter altes Material. Pfeifereiniger, warum nicht? Das war halt damals so. Aber ich scheue mich auch nicht, die auf der neuen Anlage zu verbauen. So wie zum Beispiel hier. Habe ich zwischendurch auch welche hineingesetzt. Lockert das Ganze ein bisschen auf. Also, wir machen jetzt mal hier weiter. Und gestaltet lustig. So, das war der Film 94. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und diese Woche gibt es noch einen Kurzfilm über den Zug des Monats Mai. Da wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächstes Mal. Tschüss. We'll be right back.